Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Earthworm Jim 2. Immer noch bei dem Level The Flying King. Und ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt einfach mal so, dass ich ja, das Level einfach mal vorspiele, sage ich mal, und dann einfach nochmal ein bisschen kurz nachsynchronisiere. Fand ich jetzt die beste Lösung, weil mir das Level so ein bisschen auf die Nerven ging und ich sag mal, irgendwann auch keine Ahnung mehr hatte, was ich denn jetzt zu dem Spiel kommentieren soll, beziehungsweise zu dem Level. Weil es mir zumindest irgendwann einfach nur noch auf die Nerven gegangen ist. Und ein paar Versuche musste man halt machen, um es zu verstehen. Ich habe jetzt so eine kleine Strategie gefunden. Die kann man auch ganz kurz erklären. Ist nichts Besonderes dabei. Einfach alle Gegner, die gefährlich werden können, aus dem Weg räumen. Und dann erst mit dem Ballon nachkommen. Es dauert zwar alles ein bisschen länger, ist aber dafür idiotensicher, würde ich behaupten. Und ja, bevor ich hier jetzt anfange, irgendwas sinnlos zu kommentieren zu dem Spiel, würde ich so eine kleine, ich nenne es mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen zu dem Spiel. Wenn wir gerade eh schon Zeit haben, sage ich mal. Und zwar, was ich sehr schade finde, ist, das Spiel an sich ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, es hat gute Musik, es ist ganz witzig, es ist nicht nur das ein Genre, sondern wechselt ein bisschen ab. Kann man jetzt sehen, wie man will. Es ist ja eigentlich ein Jump'n'Shoot'n'Run. Obwohl jetzt eigentlich bloß das erste Level sowas war. Bisher waren eigentlich alle Level irgendwie was so ein komischer Mix. So ein, ich würde das behaupten, so in Anführungszeichen ein Minispiel-Mix. Und ja, das muss nicht gefallen, kann gefallen. Was ich halt sehr schade finde, ist, dass es absolut keine Story gibt. Das Spiel ist, ich würde behaupten, sehr storylastig. Also, der erste Teil war mehr so, gut, okay, da ist mal ein Platz und da ist ein Platz und da kämpft man sich ein bisschen durch. Hatte zwar auch keine Story, aber ja, es hatte wenigstens irgendwie so mehr Spielinhalt. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Das hier, würde ich sagen, basiert mehr auf der Story. So jetzt gerade wegen diesem komischen Ballon und sowas und wegen dem Puppy Love und alles Mögliche. Willy People war ja auch so, also das Level mit diesem. Ich weiß ja immer nicht genau, was es sein soll. Es wurde mir geschrieben, dass es bei Willy People ein blinder Höhlensalamander war, glaube ich. Die Frage ist jetzt nur, wo war er? Was macht er da? Also von dem her, es ist alles sehr, sehr komisch. Es fehlt tatsächlich Story. Und ich verlange da jetzt nicht irgendwie so eine riesige Geschichte dahinter, sondern einfach bloß vor jeder Mission kurz zwei Sätze oder sowas. Das hätte schon gereicht. Einfach bloß, um zu verstehen, was passiert denn hier jetzt genau? Wieso muss ich jetzt diesen Ballon danach ganz hinten schleppen, um damit irgendein Vieh hochzujagen? Es gibt halt alles irgendwie nicht so wirklich Sinn. Und das finde ich halt sehr schade im Spiel. Und da kann halt dann auch die Musik und das Gameplay, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so als positiven Dings sehen soll. An sich, ich fand es ja sehr schön, dass man die Dings. Es wurde ja am Anfang gesagt, beziehungsweise stand ja dran, man kann die Waffen wechseln und sowas. Das fand ich ja sehr cool. Bisher bin ich nicht wirklich dazu gekommen, weil das erste Level halt bloß so ein Jump'n'Shoot'n'Run war. Also von dem her ist einfach bloß ein Genre-Mix komplett. Also nichts Ganzes und nichts Halbes, dazu noch keine Story und die Musik rettet es halt auch nicht so wirklich. Also bisher bin ich noch nicht so wirklich von dem Spiel überzeugt. Und auch wenn der erste Teil nerviger war und der angenehme vom Schwierigkeitsgrad her, würde ich behaupten, ist der erste auf jeden Fall besser, was ja Genre und Story kann man nicht sagen. Nee, von der Story war er halt auch genauso. Ich verstehe auch nicht, wieso man von so einem Spiel keine Story macht, so überhaupt keine. Wurde mir auch geschrieben, dass es, glaube ich, so ein bisschen Story gab bei der Super Nintendo und Sega-Version, glaube ich. Danke natürlich nochmal an Meister Manio für die ganzen Tipps und hilfreichen Informationen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er damit meinte, dass es wirklich für jeder Mission eine Story gibt oder bloß so eine Allgemein-Story. Weil es passiert hier so viel komisches Zeug, sage ich mal, und ohne Story, wie gesagt, geht's halt eigentlich nicht. Aber, naja. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wieso man hier keinen Wert auf Story gelegt hat. Vielleicht gibt's ja auch wieder so Story im Handbuch oder sowas, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen. Es ist halt bloß wirklich schade, dass wenn man das Spiel einfach nur das Spiel spielt,
dass man dann absolut überhaupt keine Ahnung hat, was man denn gerade macht und wie man es denn macht. Also von dem her, und das müsste jetzt an sich auch, glaube ich, schon fast das Ende sein. Ich kämpfe noch mal ein bisschen mit den Wellen umher und ich denke, man sieht auf jeden Fall, wieso man hier den Ballon erst, nachdem man die Gegner getötet hat, mitnehmen sollte. Weil sonst ziemlich nervig ist. Und da wär's es, ja genau, die letzte Welle noch. Damit wär's es auch schon fast gewesen. Jetzt sprengen wir hier endlich noch den Ballon in die Luft. Und damit war's auch mit diesem Kerl. Und wir hatten das Level erfolgreich geschafft. Und können uns dann zum nächsten Level begeben. Das, ja, aber dann erst wieder im normalen Let's Play-Stil kommt, sage ich mal. Weil, ja, ich noch keine Ahnung von dem nächsten Level habe. Also dann, ciao.